Hi zusammen, in diesem Video möchte ich das Panasonic RF2400 Portable Radio unboxen und euch vorstellen. Ich habe mir nämlich dieses Radio gekauft, damit ich einfach unterwegs mal so ein Radio habe, aber genauso auch in der Werkstatt, in der Garage und beim Autoputzen und so. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Radio kostet so um die 20 bis 24 Euro, pendelt immer so ein bisschen Preis bei Amazon, wo ich es bestellt habe. So, und dann schauen wir uns das jetzt mal an. Also hier haben wir einmal ein Stromkabel dabei, damit wir es auch zu Hause benutzen können, direkt an der Steckdose. Hier eine komplette Bedienungsanleitung, Garantieunterlagen. Und das Radio selbst ist dieses hier. So. Ja, ihr sehen könnt hier im Handvergleich mal, so von der Größe ist jetzt quasi so groß. Ich habe auch relativ große Hände, dementsprechend von der Größe. Wir haben hier oben einen Henkel dran, wir können es ideal transportieren und tragen. Es ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Hier haben wir eine ausziehbare Antenne. Upp, so, hier. Und ja, schauen wir uns jetzt mal die Bedienung, Knöpfe etc. an. Hier haben wir einmal den Senderversteller. Der ist analog. Krasserweise für die Preisklasse 20, 30 Euro findet man wirklich gar nichts, wo das mit digital ist und auch ein namhafter Hersteller. Jetzt aus China irgend so ein anderer Hersteller gibt es das bestimmt. Ich wollte aber auch unbedingt was von Panasonic oder überhaupt von einem namhaften Hersteller. Hier haben wir den Power-Button. Genau. Und auch zum Umschalten des Bandes zwischen FM und AM oder halt einfach off, wie wir oben sehen können. Ja, natürlich gar nicht zu vergessen, zwei Drittel des Gerätes machen den großen Lautsprecher aus. Wie sehen könnt, ist der auch nicht unbedingt dünn. Und dementsprechend sollte da auch ein ganz guter Sound rauskommen. Hier auf der Rückseite haben wir dann die Möglichkeit, was ich auch jetzt gleich machen werde, mal ein paar Batterien einzusetzen. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch Lautstärke-Einstellung. Und wir haben aber auch optional die Möglichkeit, hier ein Headset anzuschließen, sprich Kopfhörer. Genau, und hier auf der anderen Seite noch der AC, also der Stromanschluss. Packen wir jetzt mal ein paar Batterien rein. Die gibt es natürlich auch bei Amazon, wie auch drauf steht. Ich habe hier noch so ein paar Amazon-Batterien rumfliegen. Sind AA-Batterien, kann man natürlich auch Akkus nehmen und umweltschonender. Ich habe jetzt hier halt, wie gesagt, ein paar Akkus, Batterien zur Hand. Deswegen nehme ich jetzt mal die. So, 4 Stück an der Zahl benötigen wir hierfür. Ich mache das auch immer schön sauber. So, und jetzt, das ist auch ganz gut, der Deckel, den kann man nicht so leicht verlieren, der ist nämlich hier eingehakt und befestigt. Dementsprechend sollte der nicht abhauen. So, und dann schauen wir jetzt doch mal, wie es hier bei mir auf dem Land, wenn man jetzt aktuell wieder auf dem Land sendermäßig aussieht. Und da haben wir schon rauschend irgendwas drin. Lass mal ein bisschen rumzoomen. Ja, und hier haben wir schon Sender. Ja. Wie ihr seht, an der Antennenstellung ändert sich dann natürlich auch die Empfangsqualität. Irgendein Sender drin. Hier ein. Ja, der von gerade ganz scharf. Ja. Na, was haben wir hier noch? Hier auch, also wirklich zahlreiche Sender. Ich würde es nicht so ganz so aufdrehen, das würde im Video einfach nur so ein bisschen rauschen, nicht gut rüberkommen. Aber sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Radio, gefällt mir wirklich sehr gut. Für den Preis einfach, ja, konkurrenzlos. Deswegen, also, ich packe euch den Link dazu zu Amazon unten in die Infobox und viel Spaß damit.